Gib die Definitionsmenge der Bruchterme an. Hier ist bei der Aufgabe A oder auch bei grundsätzlich allen Aufgaben, wo man das machen muss, erstmal zu prüfen, welche x-Werte darf ich denn nicht einsetzen? Welche x-Werte müssen ausgenommen werden? Und dabei ist es wichtig zu prüfen, wann der Nenner 0 wird. Hier in diesem Nenner hat man zwei Faktoren. So, die sind getrennt mit einem Malzeichen. Und wenn das linke hier, dieses 2x-14, wenn das 0 wird, dann hat man ja 0 mal irgendwas auf der rechten Seite, ist auf jeden Fall 0. Und wenn das rechte 0 wird, also dieses 7x plus 12, wenn das 0 wird, dann hat man eben auch irgendwas mal 0 ist auch 0. Das heißt, einer von diesen beiden Klammern hier, wenn der 0 wird, dann wird alles 0 im Nenner und das darf eben nicht sein. Also muss man hier als erstes erstmal prüfen, wann wird 2x minus 14, wann wird das 0? Ist gleich 0. Das ist die erste Klammer, das muss ich prüfen. So, da bringe ich jetzt die 14 auf die andere Seite, dann habe ich hier 2x ist gleich 14, also mit plus 14 habe ich hier auf beiden Seiten operiert sozusagen. Und dann teile ich hier auf beiden Seiten noch geteilt durch 2 und dann habe ich hier x ist gleich 7. So, das heißt, mit der 7 muss man hier auf jeden Fall schon mal vorsichtig sein. Dann muss ich mir aber auch nochmal die andere Klammer angucken. Und das ist hier 7x plus 12. Da stelle ich jetzt auch wieder gleich 0, bringe jetzt hier wieder die 12 auf die andere Seite. Dann habe ich hier nur noch 7x ist gleich minus 12. Ich spare mir hier mal die Äquivalenzpfeile, damit das hier nicht zu unübersichtlich wird. Normalerweise müsstest du jetzt hier überall hier so eine Äquivalenzpfeile setzen. So, und dann musst du hier noch geteilt durch 7 rechnen. Dann hat man hier x ist gleich minus 12 Siebtel. So, jetzt hat man beide x-Werte gefunden, die es hier gibt, die zu einem Nenner führen, der 0 wird dann. Und das darf ja nicht sein. Und dann kann man die Definitionsmenge angeben. So, das machen wir mal hier ein bisschen mit einer dunklen Farbe. Die Definitionsmenge d ist also gleich die Menge aller reellen Zahlen R, das heißt, ich darf theoretisch alles einsetzen, eine 0, eine minus 15, eine 10, eine 1000, egal was. Aber ich darf nicht, und das ist dieser Schritt nach unten, dieser Strich nach unten, also ausgenommen folgender x-Werte, nämlich minus 12 Siebtel, dann gibt man meistens immer erstmal die kleinere Zahl an und danach die größere, minus 12 Siebtel und 7. So. Das war's jetzt mit der Aufgabe A. Ich würde dir dringend empfehlen, so wie ich das ja immer mache, aber ich werde auch nicht müde, dir das zu empfehlen, einfach mal selber hier die B und die C zu machen, denn die B und die C, die laufen ganz genauso wie die Aufgabe A. So, wir machen jetzt nochmal die Aufgabe C hier zusammen und für die B gebe ich dir gleich noch die Lösung. So, die Aufgabe C, dabei ist es jetzt so, einfach weil hier jetzt nochmal im Nenner so drei so eine Terme auftauchen, das ist aber auch nichts anderes, hier stehen Malzeichen dazwischen, das heißt, wenn einer von diesen Faktoren hier 0 wird, dann wird alles 0, somit muss ich als erstes erstmal prüfen, wann ist sozusagen x minus 5, wenn das gleich 0 wird, da brauche ich jetzt sozusagen die Nullstelle von diesem ersten Faktor. Und da ist die Nullstelle, da mache ich einfach hier plus 5, dann habe ich x ist gleich 5, sozusagen hier das erste kritische, der erste kritische x-Wert hier an dieser Stelle. Danach habe ich den nächsten, das ist der x plus 5 Faktor hier im Nenner, x plus 5, wenn der 0 wird, dann habe ich auch ein Problem, dann wird nämlich auch der ganze Nenner 0, hier muss ich rechnen minus 5. Somit ergibt sich hier x ist gleich minus 5. Und dann habe ich noch einen letzten Faktor, x minus 7 ist gleich 0. Da rechne ich plus 7. Und dann habe ich hier x ist gleich 7. Und somit alle drei Werte. Bei diesen x-Werten wird der Nenner 0. Das sind sozusagen die Nullstellen des Nenners, sagt man auch. Und deswegen muss ich die jetzt aus der Definitionsmenge ausnehmen. So, also, ich darf meine Definitionsmenge, welche x-Werte, ne, Definitionsmenge bedeutet immer, welche x-Werte darf ich einsetzen. So, ich darf einsetzen alle Werte. So, aber ausgenommen ein paar wenige, die ich nicht einsetzen darf. Und zwar immer die kleinste zuerst, das ist minus 5. Ich darf aber auch die 5 nicht einsetzen. Und ich darf die 7 nicht einsetzen und das war es dann schon mit der Definitionsmenge. So, entschuldige dir hier noch die Definitionsmenge für die Aufgabe B.
Wie gesagt, einmal Video anhalten und selber probieren und dann kannst du nachgucken, ob du es richtig hast. Bei B ist die Definitionsmenge gleich die Menge der reellen Zahlen, wie bei allen anderen auch, aber eben ausgenommen von zwei Werten. Der erste Wert ist minus 3 und der zweite Wert ist 28 Drittel. So. Und das war es hier schon wieder mit der Aufgabe 1. Rechne die Definitionsmenge. Tipp: Achte dabei auf mögliche binomische Formeln, da du sonst die Nullstellen des Nenners nicht berechnen kannst. Also Aufgabe A. Bei Aufgabe A, da das ist schon eine binomische Formel, damit die zweite binomische Formel im Nenner. Aber das interessiert uns jetzt hier gar nicht, denn wir sehen hier schon auf einen Blick, mit welchem x sozusagen der Nenner 0 wird.